Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und heute geht es um Quadrocopter, Hexakopter, Oktokopter. Kurz, es geht um Drohnen. Zivile Drohnen soll das Thema unseres heutigen Videoblogs sein und die Rechtsfragen, die mit zivilen Drohnen verbunden sind. Wir haben uns das mal näher angeschaut und haben sowohl in die Luftfahrtsverordnung und das Verkehrsgesetz geschaut. Und zunächst einmal die Abgrenzung gefunden, dass Drohnen zum Zwecke der Sport- und Freizeitgestaltung, die weniger als 5 Kilogramm fliegen, von jedermann geflogen werden dürfen, also auch von Kindern, und eben die Eignung nicht gesondert geprüft wird. Das heißt also, wenn ihr euch so einen Quadrocopter kauft, dann dürft ihr den fliegen, wenn das Ding weniger als 5 Kilo wiegt. Wenn ihr damit natürlich Schäden anrichtet, ist klar, müssen die Schäden auch von euch ersetzt werden. Beziehungsweise da gilt dann der Grundsatz, dass Eltern möglicherweise aufpassen müssen, dass ihre Kinder solche Geräte jedenfalls dann nicht bedienen, wenn sie da noch nicht für geeignet sind. Geht man jetzt davon aus, dass man ein schwereres Modell hat? Zum Beispiel Videofilmer haben teilweise richtig dicke Dinger mit großen Kameras unten dran. Dann benötigt man bei solchen unbemannten Flugmodellen eine sogenannte Aufstiegserlaubnis. Hat den Nachteil, dass man da eben bürokratischen Aufwand hat und dass man auch die persönliche Eignung zum Führen des unbemannten Luftfahrtsystems nachweisen muss und auch eine Haftpflichtversicherung braucht. Hat aber den Vorteil, dass diese Flugobjekte bis zu 25 Kilo schwer sein dürfen. Wichtig noch, dass insgesamt der Betrieb immer nur innerhalb von der Sichtweite erfolgen darf und dass bei einem Mindestabstand von 1,5 Kilometern solche Drohnen nicht in der Nähe von Flughäfen betrieben werden dürfen. Ebenfalls gibt es spezielle Flugverbotszonen über großen Menschenmengen, also da bitte auch aufpassen. Wir wollen jetzt weiter mal Drohnen unter 5 Kilo betrachten. Das ist wahrscheinlich das, was für euch am relevantesten sein wird. Da ist also dann das Datenschutzrecht, was man zunächst einmal in Erwägung ziehen könnte. Da sieht es aber so aus, solange man sich nur im persönlichen, familiären Bereich befindet, das wird bei der Freizeitgestaltung normalerweise der Fall sein, gibt es keine Anwendung des deutschen Datenschutzrechts. Also da kann sich keiner aufs Datenschutzrecht berufen. Wenn ihr mal so über das Grundstück des Nachbarn fliegt, kann der zumindest aus datenschutzrechtlichen Gründen, Urheberrecht, Bildrecht und so weiter, kommen wir gleich dazu, aus datenschutzrechtlichen Gründen euch keinen Strick draus drehen. Nutzt ihr so eine Drohne, um euer Nachbarn zu überwachen? Dann gilt ein Urteil, was mal der Bundesgerichtshof zur GPS-Überwachung gesprochen hat, dass das Persönlichkeitsrechte verletzt. Das dürfte höchstwahrscheinlich auch für Drohnen gelten. Gehen wir jetzt mal zum Urheberrecht. Da müssen wir uns fragen, wie sieht es aus, gerade beim Kunsturheberrecht, wenn man, sagen wir mal, am Rande einer Versammlung, darf man nicht überfliegen, aber am Rande einer Versammlung die gesamte Versammlung filmt. Da ist es so, nach 23 Absatz 1 Nummer 1 Kunsturheberrechtsgesetz, solange man die gesamte öffentliche Versammlung filmt, dürfte man diese öffentliche Versammlung auch tatsächlich fotografieren. Das ist erlaubt. Bei öffentlichen Bauwerken gilt, dass man im Rahmen der Panoramafreiheit auch kreativ gestaltete Bauwerke, die normalerweise unter das Urheberrecht fallen, fotografieren darf, aber nur solange sie von der Straße aus zu sehen sind. Naja, und das ist ja gerade bei Drohnen nicht der Fall. Das ist ja nicht die Straßenansicht, sondern ihr fliegt ja gerade höher. Also, wenn ihr mit Drohnen kreativ gestaltete künstlerische Bauwerke filmt, dann stößt ihr gegen das Urheberrechtsgesetz. Dann kann derjenige, der das Bauwerk entworfen hat, wenn es besonders kreativ ist, sich dagegen wehren, denn die Panoramafreiheit, die greift hier nicht. Ja, ansonsten gibt es noch, hatten wir uns überlegt, was ist mit dem Einblick in fremde Grundstücke? Da sagen wir, es müsste zunächst mal unterschieden werden, ob diese Drohne nur eine Live-View-Funktion hat zu Steuerungszwecken. Dann sagen wir, der Hauptzweck ist die Steuerung oder auch eine Aufnahmefunktion. Bei der Aufnahmefunktion können möglicherweise Persönlichkeitsrechte verletzt werden, jedenfalls dann, wenn da wirklich Menschen zu erkennen sind. Das ist natürlich auch schon fraglich, wenn ihr bei eurem Nachbarn drüber fliegt und nur die Köpfe zu erkennen sind, dürfte dadurch auch noch kein Persönlichkeitsrecht verletzt sein. Fliegt man etwas tiefer, sieht man den Nachbarn, liegt er da gerade im Liegestuhl, will sich sonnen, dann
könnte auch schon das Anfertigen einer solchen Aufnahme Persönlichkeitsrechte verletzen. Also es kommt darauf an, ob diese Person erkennbar ist. Dann gibt es noch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Krach, den so eine Drohne erzeugt? Kann der Nachbar vielleicht damit sich dagegen wehren? Letztlich sagen wir nein, weil klar gibt es auch Eigentumsrechte auch in der Luft und klar kann der Nachbar sich auch dagegen wehren, was in der Luft passiert, aber es gibt ja nun mal gerade ein Gesetz, was den Betrieb solcher Drohnen erlaubt und dadurch werden eben auch Eigentumsrechte eingeschränkt, denn über irgendein Eigentum fliegt man ja immer und wenn man es jetzt nicht übertreibt und nur beim Nachbarn auf dem Grundstück hängt, dann ist es so, dass man tatsächlich keine Rechte verletzt, sondern dass das von den bestehenden Gesetzen gedeckt ist. Wenn ihr natürlich ständig beim Nachbarn drüber fliegt und ihn filmt und der möglicherweise da, was weiß ich, oben ohne, wenn es die Nachbarin ist, liegt, die fotografiert, dann kann er sich eventuell gegen eure Drohne wehren, der kann einen Schuh nehmen und die Drohne aus der Luft abwerfen. Das könnte dann im Wege der Notwehr oder jedenfalls könnte dann strafrechtlich sogar gedeckt sein. Also da kann man möglicherweise sogar die Drohne kaputt machen, wenn es kein milderes Mittel gibt, da die Drohne zum Schweigen zu bringen bzw. nicht mehr zum Filmen zu bringen. Wenn ihr solche Bildaufnahmen macht von den Nachbarn, dann könnte das auch, also solche richtigen Intimsphären-Bildaufnahmen verletzt es ansonsten Straftatbestände, da müsst ihr also auch aufpassen. Und dann gibt es eben diese Notwehrrechte des Einzelnen. Also da ist nicht übertreiben, aber generell gilt, ja, Drohnen dürfen betrieben werden. Es gab noch eine Fragestellung, die mir jetzt gerade einfällt, die wir in unseren Aufsätzen eigentlich nicht beachtet hatten, weil das eine relativ neue Fragestellung ist. Es gibt im Telekommunikationsgesetz die Norm, dass Spionagewerkzeuge dann verboten sind, wenn sie eine Wireless-Übertragungsmöglichkeit haben, also eine nicht kabelgebundene Bildübertragungsmöglichkeit haben und diese Spionagewerkzeuge in Alltagsgegenständen versteckt sind. Das heißt, eine Kamera in einem Kugelschreiber, die eine WLAN-Funktion hat, die dürfte möglicherweise nicht erlaubt sein. Aber ich sage, eine Drohne ist gerade kein Alltagsgegenstand und insofern fällt das auch nicht unter das Telekommunikationsgesetz. Ja, das war jetzt eine ganze Menge Jura, aber vielleicht mal ganz spannend, um mal so ein paar Rechtsfragen zum Thema Drohne betrachtet zu haben. Wenn ihr professionelle Drohnen betreiben wollt, eine Aufstiegsgenehmigung braucht oder Fragestellungen zu dem Thema habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und wenn ihr ansonsten einen ganz normalen Quadrocopter habt, dann könnt ihr den fliegen lassen. Ihr solltet in eurem eigenen Interesse dafür sorgen, dass da genügend Platz ist und ihr keinerlei Sachen beschädigt, denn dafür haftet ihr natürlich voll. Wenn ihr anderen was kaputt macht, dann seid ihr dran und müsst das dann gegebenenfalls auch bezahlen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.